Okay, neue Aufgabe, neues Video. Wir wiederholen das, was Meine ich Freundin, gerade in der letzten es tut mir Aufgabe leid, dass ihr Lerayas aufgewühlte Existenz beenden musstet. Das war unglücklich, aber notwendig. Und wenn wir Kluftspitze retten wollen, müssen wir uns an einer weiteren unglücklichen Tat beteiligen. Es ist Zeit, sich mit Baron Montclair auseinanderzusetzen. Seid ihr sicher, dass Baron Montclair hier ist? Montclair ist hier. Daran besteht kein Zweifel. Er wartet oben auf der Unheilsklippe, wo er irgendwie die alten Verteidigungsanlagen aktiviert hat, um uns den Weg zu versperren. Wir müssen diese Verteidigungsanlagen umgehen und dann Portale errichten, um unsere Truppen den Berg hinauf zu transportieren. Wie kann ich euch helfen? Das Buch, das wir in Lokrata entdeckt haben, enthält unter anderem Karten der Ruinen. Diese Karten zeigen zwei Portalkammern, die zur Spitze der Unheilklippe hinaufführen. Wenn ihr die erste Kammer erreichen und ein Portal öffnen könnt, dann können wir Truppen in Stellung bringen. Das scheint ihr nett zu kennen. Ich werde einen Weg finden, um die erste Portalkammer zu erreichen. Seid auf der Hut. Zusätzlich zu den alten Verteidigungen hat Montclair irgendwie die aileidischen Wächter erweckt, die diese Ruinen heimsuchen. Ihr müsst euch wahrscheinlich auch um sie kümmern, wenn ihr euch auf den Weg zur ersten Portalskammer macht. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor wir anfangen? Natürlich. Aber wir sollten diese Sache rasch vorantreiben. Ich fürchte, Baron Durell wird in seiner Hast, unbedingt irgendetwas erreichen zu wollen, noch mitten in eine Falle der Aileiden tappen. Warum nennt man diesen Ort verhüllter Pass? Es ist eine recht neue Bezeichnung. Sie verweist auf den dichten Nebel, der immer wieder im Bergpass aufzieht. Doch meine Übersetzung des Texts verrät mir, dass dieser Ort einst eine bedeutende Stätte der Bildung und der Verehrung war. Jeden Tag fanden Prozessionen auf der Spitze der Unheilsklippe statt. Wie halten wir Baron Montclair auf? Der Lokrata-Text könnte uns Einsichten gewähren, die uns dabei helfen, mit Baron Montclair fertig zu werden. Ich muss nur noch meine Übersetzung fertigstellen. Das erfordert viel Sorgfalt und hohe Konzentration. Ich will keinen Fehler machen, der uns später teuer zu stehen kommt. Ihr hattet etwas über aktivierte Verteidigungsanlagen gesagt. Baron Montclair muss die uralten Schutzzauber ausgelöst haben. In vielen der Gänge gibt es Barrieren, die bei meinem letzten Besuch hier noch nicht existierten. Außerdem hat er anscheinend die Gebeine der uralten Aileiden gestört. Nun sind sie erwacht und unsere Anwesenheit weckt ihren Zorn. Und tschüss. So, fertig. Der langweilt sich ja, ich kann's ja verstehen. Aber so ist es nun mal. So ist das nun mal. Da wirst du dich schon an mich anpassen müssen. Okay. Sein. Die große Tür direkt vor uns. Das ist eindeutig der Haupteingang. Da sollten wir lang gehen. Diese Tür ist näher. Der Weg wäre kürzer. Vielleicht hätten wir es dann mit weniger Blutunholden zu tun. Ich würde mich lieber durch Feinde schlagen, die ich sehe, als blind in etwas hineinzutappen. Die Ruine könnte voller Fallen sein. Mein werter Baron, ihr habt die unschöne Angewohnheit, überhaupt nicht auf das zu hören, was ich sage. Ihr macht einfach, wie es euch gefällt. Wie immer. Gut, aktiviert die erste Portalkammer. Ihm mal mitteilen, was man gerade machen soll. Ob er das sieht, was ich sehe. I don't know if you see the same light be I see. Das ist irgendwie seltsam.
Hey, Bücher! Different faces. Das war genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Dann schauen wir uns mal einen Klappfeuer an. Es hilft nichts, es muss weitergehen. Try to port to your face. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ja, habe ich was dazugelernt, wenn nein, auch. Aber gut, es kann sein, er hat nicht dieselbe Quest wie ich. Okay, so geht's nicht. Was ist denn jetzt los? Ja. Nur ein paar Meter. Und vielleicht hilft's ja. Rein da. Gut, jetzt. Bist du das oder nicht? War genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Das war genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Tja. Kann ich nicht ändern. Sorry, I can't change this. So ein Lehrbuch wäre mal wieder schön. Mein letztes Lehrbuch ist schon wieder eine Weile her. Gut, Karte, große Karte. Uah, nicht so groß. Nach Süden. Ah, rauf geht's, okay. Mit mehr Regale. Ja, irgendwie schade, dass das nicht klappt mit dem Phasing hier. Aber ich nehme an, dass das genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Nur Leute mit gleichem Queststand.
darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Sorry. Der Weg schon ist völlig gut, was ist entdeckt. Wer ist denn das alles? Was für eine seltsame Kammer! Seht euch nur die Platten am Boden an. Ob das wohl ein aileidisches Gerät zum Steuern der Barrieren ist? Das sind Sternzeichen. Irgendwelche Hinweise? Der Krieger. Der Lehrling. Der Atronach, mal gucken, was ich jetzt habe. Den Atronach habe ich. Mal gucken, was passiert, wenn ich da drauf gehe. Benutzen. Das, also mit dem, den ich gerade habe, hängt das nicht zusammen. Aber wie kriege ich jetzt das raus? Aktiviert die erste Portalkammer. Schaut, da passiert etwas. Könnt ihr sie sehen? Die aileidischen Geister? Achtet darauf, zu welchen Platten sie gehen. Die Mitte. Dann schräg. Das soll ich mir merken, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo! Mein Kurzzeitspeicher ist voll. 1. Zwei. Jede Platte zeigt ein Sternbild. Wenn wir es den Geistern nachmachen, können wir vielleicht die Barriere beseitigen, Drei. Die uns den Weg versperrt. 4, hoffe ich doch, schade, jetzt könnte ich meine Videoaufnahme brauchen. Muss jetzt das sein? Da stehe ich jetzt gar nicht drauf auf solche Aufgaben. Also. 1, 2, 3, 4, ich probiere es nochmal so. 1, also der hier. 2. Jede Platte zeigt ein Sternbild. Wenn wir es den Geistern nachmachen, können wir vielleicht die Barriere beseitigen, die uns den Weg versperrt. 3. Und den Schatten. Hoffentlich war's das. Und nun? Ich hoffe, dass mir die anderen Mitspieler da jetzt dauernd reinpfuschen, sonst löse ich das nie. Ich habe irgendwie den Eindruck, so, lass mich jetzt mal das hier, das Symbol. Jede Platte zeigt ein Sternbild. Wenn wir es den Geistern nachmachen, können wir vielleicht die Barriere beseitigen, die uns den Weg versperrt. Das müsste so eigentlich gewesen sein. Schalter aktivieren. Schaut, da passiert etwas. Könnt ihr sie sehen?
Die aileidischen Geister? Achtet darauf, also, zu welchen Platten sie gehen. Mitte oben. Dann einmal das da. Bis hierher war es eigentlich richtig. Dann das hier. Ah, okay, das dritte war falsch. Das vierte da. Und ja, ich habe eins vergessen. Okay, ich glaube, ich weiß es jetzt dann. Einer. Zwei. Jede Platte zeigt ein Sternbild. Wenn wir es den Geistern nachmachen, können wir vielleicht die Barriere beseitigen, die uns den Weg versperrt. Fünf. Ihr habt es geschafft! Die Barriere ist endlich verschwunden! Jetzt können wir weiter nach der Portalkammer suchen. Wohin jetzt? Aha, blöde Perspektive. In die andere Richtung dahinter. Grüße. Tja, sorry, but I can't change the situation. Do we die erste Portal nochmal? So, dann heile ich dich mal. Okay. Ich hänge mich mal an dich dran. Hat sich bewährt. Ready, okay, den werde ich brauchen beim, bei, wie heißt er gleich wieder, Montclair. So, jetzt müssen wir doch in der Nähe sein. Da lang. I have to tell a story to my viewers, so I can't wait. Did you was? Verstehe, I don't understand this. What halt zum Verhältnis das? So, dann schauen wir mal. Wer ran ist, muss er dann irgendwo da oben sein.
drin. Okay. Das war genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Das war genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Ach Gott, gut, ich unterbreche mal die Aufnahme. Ich muss mal schauen, was er will. So, dann bin ich wieder. Was ist denn da los, Herr Katz? Moment. Darum. Also wahrscheinlich hätte ich nicht in diesen Teleport-Dings da reinlaufen sollen, sondern weitergehen müssen. Und... okay. Ja, langsam werde ich auch müde. Das war genau das Richtige. Geht ruhig weiter. Ich warte hier und sorge dafür, dass der Weg frei bleibt. Das ist gut. Gut zu wissen. Immer schön den Rückzug decken, ne? Wo geht's jetzt da wieder hin? Der will die Gas öffnen. Da waren wir schon. Gut, dann... mal umnatzen. Okay, uralter Krieger. Ui, eine Rune, das freut mich. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Sprecht mit Verandis Rabenwacht, aber wo ist der? Das müsste ich eigentlich so rauskriegen. Sprecht mit Verandis Rabenwacht. Ich muss jetzt da irgendwie hin. Okay, hilft nix. Dann doch lieber da, da ist nur einer. Jo, hat doch ganz ordentlich funktioniert. Gut, Punkte bringt's auch schön. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich hier tun soll. Ich blick hier auch nicht durch. Darauf oder was? Nutzi Mucke. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Da fehlt mir der gute alte Hellseher-Skill von Skyrim. Der würde mir den Weg schon zeigen. Da komme ich her, ne? Da muss ich irgendwo rauf. Aber welcher ist der Weg? Die Karte ist mir da nicht wirklich eine Hilfe. Viele Optionen habe ich nicht. Also versuchen wir es mal darauf. Okay, das war leichter als befürchtet. Ah, ich hatte Hilfe. Okay, das erklärt einiges.
Okay, scheint ja gar nicht so falsch zu sein. Dann Blitzdings. Gut, läuft schön. Dann da lang. Da scheint einer mehr Durchblick zu haben als ich. Jawohl, ein Hof, das ist gut. Das Reiter von einem Silberhof. Da lang. Jawohl. Erste Portalkammer. Hoffentlich laufe ich nicht im Kreis. Verandes. Ich wusste, dass ihr die Kammer finden und das Portal öffnen würdet. Was soll ich als nächstes tun? Während unsere Truppen aus dem Portal kommen und draußen Stellung beziehen, müsst ihr euch euren Weg zur zweiten Portalkammer bahnen. Sobald ihr dieses Portal aktiviert, können wir die Truppen noch näher an die Spitze der Unheilsklippe heranbringen. Was geschieht dann? Wir sollten nichts überstürzen. Wir müssen der Reihe nach durch jede Tür, auf die wir stoßen. Fürs Erste müsst ihr die zweite Portalkammer erreichen. Lebt wohl. Geht schon mal weiter. Die zweite Portalkammer sollte sich auf der dritten Ebene befinden. Ich möchte sicherstellen, dass dieses Portal stabil ist. Dann komme ich nach. Also nicht durch das Portal marschieren, sondern wieder da lang. Oder so verstehe ich das jetzt gerade. Irgendwie dahin. Das habe ich mir schon gedacht, dass das unklar sein Hauptquartier da ist. Und so wird es wohl offensichtlich auch sein. So, mal erstmal hier gucken. Ich glaube, der Weg ist gerade frei. Das trifft sich hervorragend. Dreh. Ich sollte wahrscheinlich mehr Angst beim Bekämpfen von Vampiren und den Blutflüchen und so weiter haben. Aber verdammt, es macht mir Spaß. Ich scheine nicht allzu besorgt darüber zu sein, was als nächstes kommt. Sobald der Kampf beginnt, bleibt keine Zeit mehr, um sich zu hinterfragen. Man rückt vor, befolgt seine Befehle, also zumindest die vernünftigen, und tötet den Feind. Ein Kinderspiel. Und wenn alles vorbei ist, hebt man einen und prallt großspurig von seinen Taten. Und tschüss. Ich hoffe, dass ich gegen Montclair nicht alleine kämpfen muss. Da, glaube ich, hätte ich wirklich ein Problem mit. Den ignorieren wir gerade mal. Ich hoffe, mein Clan tut dasselbe. Weil, wenn ich nicht kämpfen muss, dann tue ich es auch nicht, jedenfalls nicht mit meinem Heiler. Irgendwie als Kühl, man kann auch darauf und spart sich dadurch Ärger. Tja, hat mein Gefühl, konnte ich mich gut verlassen. Obwohl es bestimmt lohnenswert wäre, die Gegend zu erkunden, aber irgendwie ist es mir die Gegend unheimlich. Wer bist du denn? Egal. Anscheinend ein Mitspieler, das heißt, ich muss hier nicht allein durch. Irgendwie schade, dass das mit der gemeinsamen Mutation versperrt. Schaut euch um. Vielleicht findet ihr heraus, wie man sie deaktiviert. Der wird sich bestimmt selbst gerne mal sehen. Kann ich ja verstehen. Das ist ja auch eins, was mich antreibt, YouTube-Videos zu machen. Ich möchte mir selbst zugucken können. Reden wir erstmal mit ihm hier. Erwacht! Die langen Äonen der Stille sind endlich vorbei. Ich spreche in der groben Sprache unserer Diener, damit ihr mich verstehen könnt. Wissen ist der Schlüssel, der diese Tür öffnet, und keiner kann hindurchgehen, der dieses Wissen nicht hat. Auf welches Wissen bezieht ihr euch? Auf das Wissen, über das ich spreche. Ihr müsst den Kreislauf der Zeit verstehen, um diese Kammer zu durchqueren. Sobald ihr euch bereit dafür fühlt, wird mein Rätsel beginnen. Ich brauche eine ganz kurze Pause. Ich werde langsam schon ein bisschen müde. Und ich denke...
Jo, ich mache eine kurze Pause, bis gleich.